Wer den dringenden Wunsch hat, jetzt, falls er der schwäbischen Sprache noch nicht komplett mächtig ist, Schwäbisch zu lernen, es gibt einen wundervollen Sprachführer. Das ist der hier, den gibt es tatsächlich. Den hat mich der nach wie vor über alle Maßen hochgeschätzte Kollege Harald Schmidt darauf aufmerksam gemacht. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Sprachführer, diesen real existierenden Sprachführer zusammen an, ein paar Kapitel. Wir starten mit der Rubrik Pernhalter. Und wichtigster Satz, könnten Sie mich mitnehmen? Und jeder, der schon mal einen schwäbischen Anhalter erlebt hat, weiß, dass der niemals sagen wird, der hätte sie mitnehmen. Sondern es kommt immer so weinerlich. Der hätte sie mir mitnehmen. So schuldbewusst, der hätte sie mir mitnehmen. Na, dann steigen Sie eben ein. Dann steigen Sie halt ein und Sie merken die Begeisterung, die hier mitschwingt bei diesem Vorgang. Dann ein paar Kilometer weiter. Hier würde ich nun aussteigen, wenn es geht. Da handelt dat, und Sie spüren das leicht blasmusikalisch in diesem Satzauftakt, da handelt dat, da duftet da, da handelt dat, da duftet da, da duftet dat. Ich jetzt aussteige, wann's geht, wann's geht. Und wann's nicht geht, dann fährt man halt weiter. Und wohin geht die Reise? Natürlich in die Unterkunft. Und hier wichtiger Satz, da sind ja 1000 Blutflecke an der Wand von lauter erschlagenen Techniken. Da hat ja 1000 Blutflecke an der Wand von Todesschnorke. Todesschnorke. Wenn Sie mal im Kreuzworträtsel auf die Frage stoßen, ausgestorbene Tierart mit 4 O. Todesschnorke. Todesschnorke. Dann. Weitere wichtige Sätze. Ich habe eine Schwellung an der Lippe. Ich habe einen Hubbel an der Lippe. Dann wurde ich ohnmächtig. Noch bin ich umkagelt. Und das Faszinierende an diesem Satz ist die Rubrik, in der er steht. Schwäbischer Alltag. Wo der Schwabe geht und steht, haut ihn um, fällt in Ohnmacht. Und warum? Das war wohl ein Schlaganfall. Ich glaube, das war ein Schlägle. Schwerer Schlaganfall im Schwäbischen. Ein Schlägle. Sag mal, euer Großvater liegt immer noch hirntot auf der Intensivstation. Oh, du hast ein Schlägle gehabt, gell? Dann haben wir folgende Rubrik, Körperpflege. Würden Sie mir die Beine epilieren? Machen Sie mir die Haare an die Füße weg. Und wir sehen die Unterschiede. Hochdeutsch Beine, Schwäbisch Füße und vor allem aus einer Frage wird die Befehlsform. Weil mein Mann böse zu mir war, lasse ich meine Glatze schneiden. Wegen meinem Mord im Lumpenhund lasse ich mir jetzt den Mäckel scheren. Die Bestrafung des schwäbischen Mannes erfolgt über die Frisur der Frau. Dann haben wir eine Rubrik Dialoge in Bus und Bahn. Hochdeutsche Frage, wo muss ich umsteigen? Schwäbische Antwort, ich habe gerade Keulusch zum Schwätzen. Wohin fährt dieser Zug? Guck halt auf den Fahrplan, du Bachel! Dann haben wir eine Rubrik, die steht nicht im Sprachführer, die habe ich rein erfunden. Schwäbisch-Japanisch nenne ich die. Ein bisschen zurückhaltend. Awingshui. Schlag auf die Füße. Hauen Zayano. Damit kommen sie in Japan einigermaßen über die Runden. Dann starten wir die Rubrik beim Arzt. Herr und Frau Doktor. Der Doktor und die Doktorin. Der Doktor und die Doktorin. Merken Sie wieder. Sprachmotor, der schwäbische Fahrtgerät. Der Doktor und die Doktorin. Der Doktorin. Und zwar um Folgendes zu formulieren. Ich habe Rückenschmerzen, ich hans im Kreuz, Herzrhythmusstörungen, ich hans Bomberflattere. Ich habe einen harten Stuhl, ich scheiß grad Prägala. Und weiter wichtiger Satz beim Arzt, ich habe zu schwer gehoben, ich habe mich verlupft. Und dieses Verb schauen wir uns mal näher an. Das ist ein Vokal umrahmt von 6 Konsonanten. Das ist eine Konstellation, die findet sich ansonsten nur bei serbo-kroatischen Bergvölkern. Und ebenfalls wichtiger Satz beim Arzt, ich habe im ganzen Leib Eiterbläschen, ich habe überall Eiterbäppele. Eiterbäppele klingt wie irgendwas, das ist unheimlich in der Suppe rumschwimmt.
Und der sinnlose Satz im Sprachführer ist der hier. Ich bin aus Hamburg, ich bin ein Hamburger. Im schwäbischen Sprachführer, ich bin ein Hamburger. Dieser Satz ist derart sinnlos, der lässt sich nur erklären im direkten Zusammenhang mit dem Schlaganfall aus dem vorherigen Kapitel. Also wenn man diesen Sprachführer auf den Pupp bringen will, ich war ein Schwab, dann habe ich eine Schläge gehabt, jetzt bin ich ein Hamburger.